Ihr habt heute das Parkhaus von Ivio. Seid ihr zufrieden? Ja, wir sind natürlich hoch erfreut und hoch zufrieden. Das ist ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung von der Aletsch Bahn AG. So ein Parkhaus baut man natürlich nicht jeden Tag. Das ist eine unglaubliche Investition von 13 Millionen und das verbaut innerhalb von einer sehr, sehr sportlichen Zeit von 9 Monaten. Wie sind die Bauarbeiten sonst vorangegangen? Das war sensationell koordiniert. Da hat man gemerkt, dass da Profis am Werk sind. Wir haben hier mit einem ganz schnellen Abriss das alte Parkhaus weggebracht mit super grossen Maschinen. Dann haben wir eigentlich dank dem, dass wir mit Beto-Element geschafft haben, überhaupt das können realisieren, dass das in der kurzen Zeit überhaupt können fertiggestellt werden. Was gibt das Parkhaus für einen Mehrwert der Region? Also der Mehrwert ist sicher die ganz klar die Komfortsteigerung, die Qualitätssteigerung. Wir haben früher ein altes Parkhaus gehabt, das wirklich in die Jahre gekommen ist, das auch Schäden gehabt hat und ganz enge Parkplätze. Die Fahrzeuge sind heute natürlich sehr viel grösser und hier haben wir jetzt 659 neue Parkplätze und die Parkplätze sind viel grösser als die bisherigen, sodass man auch mit entsprechend heute breiteren Auto bequem kann parkieren. Es ist natürlich nicht nur für die Gäste, das Parkhaus dient natürlich auch den Einwohnerinnen und Einwohnern von der Gemeinde Badmeralb. Was sind die nächsten Schritte von der Aletsch Bahn AG? Also die nächsten Schritte von der Aletsch Bahn AG ist jetzt, wir haben ja jetzt gerade kurz die Fusion hinter uns, wir wollen jetzt die drei Seilbahnen, die vormals bestanden haben, natürlich zusammenführen. Es wird dann baulich, ist sicher ein grosses Projekt, der ÖV-Hub von Fiescheralpen. Das wird ein grosses Projekt sein. Dann haben wir aber auch auf operativer Ebene das Ganze zusammenzubringen. Das sind die nächsten Herausforderungen, die wir haben. Und als abschließende Frage, wie würdet ihr Eibers Jahr 2017 kurz ein Wort zusammenfassen? Also 2017 war hochspannend, gerade mit diesen Fusionen natürlich. Es war sehr fordernd. Man hat da eine unglaubliche Arbeit müssen leisten. Auch die Leute ein bisschen überzeugen, dass das eine gute Sache ist. Es ist nicht gelungen. Offenbar sehen die Leute, dass man sich halt auch bewegen muss, wenn man morgen als Bahn auch noch bestehen will.